Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lost Planet 3 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Biblergames.io und wir müssen zum Quartiermeister, der sich hier irgendwo versteckt hält, im Keller, da wo sie immer sind. Und zwar ist der direkt hier, wo wir schon mal vorbeigelaufen sind in der letzten Folge. Mit Kreis, okay. Der ganze Hangar hat sich ja schon das Maul über die Neuen zerrissen. Ich bin Quartiermeister Bowers. Die meisten nennen mich Birdie. Dein ehrlich verdientes Geld kannst du hier ausgeben. Okay. Okay, Kleiner, lass dir ruhig Zeit und sieh dir das Angebot an. Ich lass dich jetzt auch in Ruhe. Dann kaufen wir mal das Messer. Gutes Jagdmesser, perfekt für den Nahkampf und wenn's mal eng wird. Inklusive lebenslanger Garantie und kostenlosen Schleißservice, den du nicht brauchen wirst. Warum ist das so teuer? Das gibt's ja gar nicht. Pumpgun. Für den Nahkampf. Ich würde sagen, wir nehmen die Pumpgun mit. Na, das ist mal ein Schätzchen. Aber ich. Man sieht sich. So, okay, das haben wir jetzt geschafft. Wo müssen wir jetzt hin? War nett, dich kennenzulernen, Birdie. Was? Munitionsspinde? Dann gehen wir da mal hin. Okay, Schrotflinte. Was könnten wir denn sonst noch mitnehmen? Können wir hier überhaupt irgendwas machen? Hallo? Waffenslot 1, der ist ja schön. Wie kann ich denn überhaupt wechseln? Aber wahrscheinlich können wir überhaupt nicht wechseln, weil es die einzige Waffe war, die wir haben. Logisch. So. Dann ab in der Eishöhle. Erinnert mich ein bisschen an Hoth. Oder Hoff. Wie auch immer. Jetzt müssen wir zum Mac, würde ich sagen. Nö, Keller nicht. Hauptdeck. Mac-Buchten. Das hört schon spannend an. Dann können wir unseren Mac auch endlich mal in den Augenschein nehmen. Lö. Halte Dreieck gedrückt, um Pistole irgendwas zu machen. Deckung schützt sich vor... Ach, die schützt vor gegnerischem Feuer. Okay. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. So Aufzugsfahrten sind schon toll. Da finde ich die versteckten Ladescreens von Mass Effect und Co. besser. Wo man dann tatsächlich mit dem Aufzug fährt und im Hintergrund geladen wird. Also in Anführungszeichen tatsächlich natürlich. So. Waffenskin finde ich jetzt mal nicht so geil. Wenn ich jetzt mal das Charaktermodell angucke mit den Texturen und den Details. Waffe selbst ist ja wirklich nicht so geil. Hallo, was geht hier ab? Reden wir mal mit Gale. Sei einfach hochgeschlichen in der Zeit. Machen wir den Milch fertig, Leute! Okay, gleich geht's auf die Tür. Oder runter. Was ein Riesengerät, ey. Ja. Gar nicht mal schlecht. Danke. Das hier hast du gar nicht gebraucht. Willst du es dann mal versuchen? Hyperdehnbare Kernretraktoren. Ich nenne das den Cockpit Express. Okay. Ein paar sitzt vorn und eins hinten. Einfach einhaken, am Seil ziehen, wupp. Das ist geil. Und mit wupp meinst du, dass ich mich 10 Meter in die Höhe schleudern lasse und hoffe, mir nicht das Genick zu brechen? Wenn die Alternative lautet, gefressen zu werden? Ja. Dann mal wupp. Aufwuppen wir die Sache. Na wupp. Yeah, das ist cool. Tja, daran wird man sich erst noch gewöhnen müssen. Sehr nice, ey. Ich finde Peyton eigentlich ganz gut. Ist ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Test abgeschlossen. Oben ist ein Radar. Der Mech hat den Check bestanden. Aber mal sehen, ob die Servosteuerung wie gewohnt arbeitet. Nur zu, probier den Greifarm aus. Ja, drücke L1, um den Greifarm zu benutzen. Toll. Teste jetzt die Servos des Bohrerarms mit einem Schlag. Wow. Echt? Wunderbar. Oh, okay. Siehst du, wie viel schneller dein Arm ist? Klasse Geschenk von mir. Okay, nur noch einige Tests. Jetzt der Bohrer. Okay.
Das ist ja geil. Das Schild der Mechstreben auf Klasse 4 verbessert. Versuch eine Verteidigungsposition. Und wie geht das? Mit R2? Nice! Schön. Du wirst das hier auf Alien 3 öfter brauchen als bei jedem anderen Job. Klasse, wir sind fertig. Geben wir dein Mech frei. Okay. Du bist frei! Okay, geil. La Roche, bitte komm. Corona ist an La Roche, hören Sie mich? Ach, verdammt, wir dürfen La Roche jetzt nicht verlieren. Wir haben Diaz doch gerade erst ersetzt. Hey, Chief, Jim Payton hier, hören Sie mich? Payton, ist Ihr Mech schon aktiviert? Ja, der Kleine versteht sein Handwerk. Aber sicher bin ich erst nach einem Probelauf. Ist der Franzose immer noch nicht zurück? Nein, er hat auf Funksprüche leider nicht reagiert. Warum gehe ich ihn da nicht zu? Ich weiß, wo wir uns getrennt haben. Und er hat uns mehr als einmal den Arsch gerettet. Schon gut, Payton. Sie haben ja Ihren ersten Auftrag. Viel Glück. Sehr nice, ey. Dann können wir jetzt den Franzosen retten und uns dadurch revanchieren. Hoffe ich zumindest, dass wir ihn retten können. Nicht, dass er jetzt draufgegangen ist. Das wäre ganz schön schade. Ich fand den eigentlich ganz cool. Gerade, dass er uns auch gerettet hat am Anfang. Das können wir so nicht stehen lassen. Aber das ist schon mehr Aliens als Aliens Colonial Marines, muss ich sagen. Er hat einen großen Mech, in Anführungszeichen. Ist zwar kein Verladeroboter. Intro-Musik ist Alien-like. Ja, das ist mein Fazit bisher. Sehr nice. Und vor allen Dingen viel besser, als ich erwartet habe. Gerade auch mit der Base und so weiter. Sieh sich das einer mal an. Sie können den Mech verlassen und wie bitte? Hey Schatz. Hi. Wer bist du? Okay, ich habe mal für mich beschlossen, dass es völlig normal ist, diese Monologe für dich aufzunehmen. Ist total normal. Ja. Ach, hey, ich hab mir gedacht, ein wenig Musik könnte dir helfen, da draußen normal zu bleiben. Okay, dich cool. An zu Hause zu erinnern. Ich hab eine Playlist mitgeschickt. Ich hoffe, es klappt alles und du kannst sie dir in deinem Mech anhören. Okay? Ja. Das war's für heute. Sag Bescheid, wenn du heil angekommen bist. Alles klar. Das ist ja interessant, dass da so Gesprächsfetzen kommen. Was mit der Playlist? Wo ist die Playlist? Leere Versprechungen, ey. Treibstoffdepot, okay. Was heißt das jetzt für uns? Ist da der Franzose oder was? Ich finde das auch relativ glaubhaft, wie die Charaktere sich so entwickeln im Moment und eingeführt werden. Es ist nicht so übertrieben, es ist nicht so extra pseudo-cool. Deswegen gefällt mir Payton auch ganz gut. Man hat so das Gefühl, als ob für den halt wirklich so ein bisschen was auf dem Spiel steht, aber nicht im Sinne von, wir müssen die Welt retten, sondern im Sinne von, ich muss meine Familie versorgen. Das ist eine ganz coole Angelegenheit. Okay, weggebohrt, da ist er doch, unser Kleiner, oder? Das sieht nicht gut aus. Nee, echt richtig. Besser dem Pfad folgen. Was ist mit dem los, mit dem Kollegen hier? Was ist denn passiert? Der Mech steuert jetzt auch voll gut. Coronis, hier spricht Payton. Hören Sie mich? Payton, hier Coronis Mitte, laut und deutlich. Irgendein Zeichen von La Roche? Ich habe seinen Mech gefunden. White Canyon Junction. Ist ziemlich übel zugerichtet. Aber keine Spur von ihm selbst. Der ist im Eimer, Mann. Danke für das Update. Suchen Sie einfach weiter. Ich weiß, er ist irgendwo da draußen. Braddock out. Hoffen wir es mal. Sollen wir jetzt den Mech verlassen, oder was? Splittergranaten bekommen, okay. Wie können wir denn die Waffe wechseln? Mit Dreieck. Okay, hier die Treppe jetzt runter. Schön aufpassen. Hallo? 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 La Roche? La Roche? Cool, mit Echo. Bist du da? Bist du da? Halt, Moment. Da vorne sind noch Gegner. Hier drüben! Hier drüben! Also ist er noch am Leben, offensichtlich. So. Oh, oh.
Hinter mir, oder was? Seid ihr feige, oder wie geht das hier? Was ist hier los? Also die Mutigsten scheinen die nett zu sein. Ja, Schrotflinte war eine gute Investition. So viel ist mal sicher. Also die gefällt mir gut. Hat ordentlich Bums. Oh, was ist da hinten? Mal gucken, das müsste ja eigentlich Thermalenergie sein, die wir gut gebrauchen können. Tatsache. Und was ist bei dir los? Alles klar, Roche? Cindy Connery. Ich hatte den Krebs aus seinem Panzer raus und wollte ihn in Butter tunken, als plötzlich ein Fuß abrutscht und der Mech auf dem Rücken landet. Hast du gesehen, was das Vieh damit angestellt hat? Nichts, was man nicht reparieren kann. Du hast Glück gehabt, da heil rauszukommen. Bah, bereits für dich, Anfänger. Kämpf selbst mal gegen ein paar Riesenkrebse, bevor du mir was von Glück erzählst. Was für Krebse? Kein Problem. Dann sind wir wohl quitt. The shit. Oh, the fuck, was bist denn du? Ein Riesenkrebs, oder was? Leck mich doch am Eimer. Nix da, ich will nicht gegen die kämpfen. Ich hasse die. Erst überleben, dann aufrechnen. Jetzt hat er uns noch erwischt, die Drecksau. Nachladen, nachladen, nachladen. Klappt es? Klappt es? Yeah, Mann! Wir haben sie umgenockt. Oder? Nee, auf dem Boden, oder was? Haben wir die jetzt einfach nur auf den Rücken gehauen? Wie halten die denn aus? Den haben wir. Einer ist down. Ist wohl so Endgegner-Äquivalent. Da können wir uns auf einiges freuen, denke ich, hier. Hier müssen wir einsammeln. Ron ist Mitte, hier Peyton. Ich habe euren Franzosen. Er ist bei einem Treibstoffdepot nahe Watkins Pass. Okay, und das geht auch weg mit der Zeit. Ich habe aber erleichtert. Wir schicken jetzt ein Rettungsteam los. Gute Arbeit, Peyton. Auf ihrem Konto finden Sie einen Suchen- und Rettenbonus. Nice. Moment, Peyton, Sie sind bei Watkins Pass? Diaz hat in der Nähe eine Thermalstation eingerichtet. Seit sie fort ist, ist das Ding randvoll und vergeudet T-Energie. Zapfen Sie die Station an, bevor Sie zurückkommen. Okay. Passen Sie auf. Akriden nisten sich rund um verlassene Thermalstationen ein. Viel Glück. Alles klar. Betritt die Eishöhle. Die ist da hinten. Marker anpingen, da hinten also, okay. Wir haben gar nicht mehr so viel Munition, deswegen wechseln wir auf die normale Pistole. Nachladen. Anpingen. Okay, hier. Was ist denn das da vorne für eine komische Box? Ist da Muni drin? Komm, bitte lass Muni drin sein. Eine Schatzkiste. Doch Munition, okay. Oh, oh, oh. Da vorne sehe ich doch welche. Akriden. Gefällt mir gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ausdauer scheint es keine Probleme zu geben. Diaz Cavern. Okay. Ah, okay, mit Nahkampfangriffen. Das müssen wir auch mal ausprobieren, wie das Messer sich hier schlägt letztendlich. Aber Schrotflinte, echt gute Investition gewesen. Bin froh, dass wir nicht das Pistolen-Upgrade gekauft haben. Aber generell schon nice mit diesen Krebsen, wenn die da auf einen zugecharged kommen und so weiter. Das ist cool. Würde aber sagen, dann machen wir auch einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen, wie es in den Diaz Caverns weitergeht. Sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.